Große Medien, wie ich immer zu sagen pflege, sind bald überall. Von der Zwiebel über die Haut, über den Boden. Das sind alles poröse Strukturen, offenporige Strukturen. Und dazu gibt es viele interessante Anwendungsfelder. Ich möchte drei nennen. Im Umweltbereich, wenn Sie nur mal an die Speicherung von Energie denken, die Geothermie oder die Speicherung von Wasserstoff oder Methan, dann wenn wir mal an technische Applikationen denken, die Brennstoffzelle ist einen großen Teil ein poröses Medium. Und last not least, wenn wir in den Biobereich gehen, denken wir nur an unser Gehirn. Unser Gehirn ist ein poröses Medium. Und wenn wir da an Krankheitsbilder wie zum Beispiel die Multiple Sklerose denken, dann ist die Frage, wie Strömungs-, Transport- und Deformationsprozesse in porösen Medien dort eine wesentliche Rolle spielen. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis frage, was sind poröse Medien, zucken die meisten mit der Schulter und sagen, was ist das? Und ich glaube, unsere Aufgabe muss darin bestehen, das transparenter zu machen und der Gesellschaft auch zu zeigen, wie aufwendig, schwierig und gesellschaftsrelevant diese Forschung ist. Und das müssen wir so aufbereiten, dass sowohl junge Menschen einen Einblick gewinnen, wie auch ältere. Und sie auch eine gewisse Begeisterung spüren, damit man mitfühlen kann und sehen kann, was eigentlich dort in porösen Medien passiert. Ich nenne Ihnen einfach mal drei Beispiele. Ich fange mal im Umweltbereich an. Wir wollen zeigen, wie wir Geothermie, sprich also Wärme im Untergrund speichern können, um eben der Energiekrise, sprich der Klimaveränderung, auch ein Element entgegenzusetzen. Dann im technischen Bereich wollen wir zeigen, wie Brennstoffzellen funktionieren und was für Forschungsaspekte relevant sind, um solche Brennstoffzellen im Sinne des Wassermanagements zu verbessern. Und last not least, im Biobereich, da wollen wir uns mit Knochen beschäftigen. Jetzt fragen sich bestimmt, Knochen, sind das poröse Medien? Einige von Ihnen haben bestimmt schon mal ins Mikroskop geguckt und dann sieht man, das ist eine poröse Struktur. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass es Glasknochen gibt, Instabilitäten, wie kann man Knochenstrukturen des Menschen stabilisieren und verbessern?